Und, was? Ja, ist ja wieder so ein 2. Okay, cool. Das geht jetzt ja richtig schnell voran hier. Krass, krass, krass. Und ich bin am überlegen, ob wir dann hier noch einen Typen dann einstellen. Müssen wir mal schauen. So, du hattest 420 Besucher und hast 70 Fans gewinnen können. Dein aktuelles Spiel fand großen Anklang bei den Besuchern. Ist deswegen jetzt hier der Graf nach oben gegangen? Ich hoffe es. Das könnte sein, oder? Was das so hinaus, ich weiß es nicht. So. Gut gemacht, der neue Patch hat die Bugs behoben. Dein Spiel wird sich jetzt besser verkaufen und deine Fans sind zufrieden. Wunder, wunderbar. Okay, er schreibt auch 60.000, also habe ich es richtig gemacht. Bin ich beruhigt. Na, ich denke auch, muss erstmal... nur wenn wir jetzt ein gutes Spiel rausgebracht haben, heißt das lange nicht, dass wir jetzt hier aus der Kreide raus sind. Also, wir haben trotzdem so nicht so viel Geld. Ja, das darf man nicht vergessen. Also, ich würde jetzt als nächstes noch ein RPG machen wollen. Ah, guck mal hier, wie die Verkaufszahlen jetzt nochmal nach oben gehen. Das könnte echt durch die Messe jetzt nochmal gekommen sein. So, dann nochmal auch noch. Ich würde danach ein RPG machen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. So, Jordan Edwards, vielleicht könnten wir einige Cheats in das Spiel integrieren. Die Spieler würden das lieben. Ja, hau rein. Und Training auch beendet, wunderbar. Das ziehen wir jetzt aber erstmal noch eiskalt durch. So. Hier kann ich nichts mehr machen. Lückenlose Spiele programmieren. Jo, also das Training würde ich jetzt immer gleich immer direkt mitnehmen, so toll ist das nicht. Das Einzige ist immer das Problem, dass man natürlich währenddessen nicht ein Spiel Neues machen kann. Mach ein RPG, Train Simulation. Hätte ich auch Bock, aber RPG ist glaube ich erstmal besser, weil wir da schon Erfahrung drin haben. Sobald wir dann ein Polster haben, sagen wir mal über 1 Million Dollar, würde ich sofort dann auch neue Sachen wieder machen wollen. Also ich würde gerne ein Aufbauspiel machen, sowas wie SimCity, dann würde ich gerne so ein Train Fever ähnliches Spiel machen. Guck mal einfach mal. So, hier kann ich noch nicht mehr machen. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Kann immer noch trainieren. Kann man auch noch trainieren. So, jetzt mache ich das Spiel aber noch nicht billiger. Es ist ja erst die Hälfte. Auf dem Markt. Gucken wir auch mal, hier kann ich nichts machen bei dem Typen. Okay, da sitzt einfach nur die ganze Zeit rum. Sowas wie Pokémon. Apokalyptisches RPG. Was ist denn gerade der Trend? Steht nicht da. Das ist schade. Kann ich mir das irgendwie angucken, was da noch so ist, was der aktuelle Trend ist? Geht das irgendwo? Muss ich da nochmal schauen. Mittlerweile Infobilanz, aber ich guck mal, ob es denn irgendwas... Nö. Mitarbeiter will ich jetzt aber eigentlich auch noch nicht einstellen. Monkey Island, ja, das ist aber Adventure. Irgendwelche Trends beamen, guck erst nach links. Jo, habe ich, aber da steht leider nichts. Also es gibt momentan keinen Trend. Aber vielleicht kommt ja noch ein Trend, während wir anfangen, das Spiel zu entwickeln. Dann könnten wir uns das ja immer... Wir fangen ja erstmal mit dem Fundament des Spiels an. Und deswegen kann man da ja noch ein bisschen reagieren. So gut, ich guck mal Fortsetzung. Gäbe es da irgendwas Cooles? Nein, ich bin falsch. Also Kaboom machen wir jetzt noch keine Fortsetzung. Das ist zu früh. Tatort genauso. Ich würde jetzt gerne RPG machen. Und wir haben leider kein gutes im Petto. Ne, wir fangen jetzt ein neues Franchise an. Wir fangen jetzt mit einem neuen Spiel an, Leute. Also, RPG. 18%. Machen wir mal von der Atabi mit 21, würde ich sagen. Ach ne, das ist auch 21. Okay, dann machen wir wieder für den PC. Vielleicht haben wir ja sogar den Marktanteil ein bisschen erhöht. Kann ja sein, weil wir so ein cooles Spiel gemacht haben. Namensvorschläge, bitte. Orkan ist schon mal nicht schlecht. Aber mal gucken, was noch so kommt. Und ich trinke wieder was. Muss ganz viel trinken. Machen den RPG aus Kaboom. Fallout. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Markus Haus, mach jetzt 3 Dollar billiger und am Ende. Ja, das mache ich dann gleich. Ich versuche dann gleich dran zu denken. Final Beam, Baumcraft. Baumcraft finde ich ganz cool eigentlich. Arschtritt, Black Beam, Geohol, Armor, Blizzard. Baumsimulator. Ja, Baumsimulator passt jetzt leider nicht so gut. Weil es ist ja keine Simulation, die wir machen. Ich bin eine Blume. Ja, das passt eigentlich zu einem RPG, oder? Nee, wir machen, ich bin ein Baum. Als ich ein Baum war. Okay, machen wir, als ich ein Baum war. So. Wollen wir alles groß schreiben? Ja, nee, wir lassen das mal so. Das ist okay. Als ich ein Baum war.
Ich überlege gerade, ob ich es nenne, damals, als ich ein Baum war. Aber nee, ich lasse es jetzt mal so, wie es ist hier. Okay. So ist alles richtig eingestellt, können wir weitermachen. Wir haben jetzt ja sogar schon lineare Story, das haben wir ja davor, glaube ich, noch nicht gehabt. Dahingehend könnte das ja sogar besser werden. Safe Game hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, bin ich mir gerade unsicher. So, da Richard ist wieder ein bisschen überfordert, leider. Ach, wir müssen unbedingt einen Designer, aber kann ich dem nicht da irgendwann? Ich bin halt auch Programmierer, aber ich darf hier mitmachen. Hey, wisst ihr was, dann unterstütze ich den mal ein bisschen. Hier bin ich, habe ich auch noch eine 1, ich unterstütze ihn am besten dort, wo er auch nur eine 1 hat. Wenn ich mich jetzt wieder wegbekomme hier. 115. Systemdesign. Ja, ich sollte auch die Dinge nehmen, die vielleicht wichtig sind. Ne? Also Level Design. Aber Content Design ist auch wichtig. Ich nehme mal raus hier. Halt, wieso? Ich kann doch die hier. Ach nee, die kann ich nicht nehmen, weil es Programmierer sind. Stimmt. Okay, ich helf mal mit beim Game Writing. Ich helfe mal mit bei der Geschichte schreiben. Cheats einbauen. Ja klar, warum nicht? What the fuck? Okay, 3 Tage dauert das länger, deswegen. Krass, krass, krass. Affenpobel. Ist auch ein sehr, sehr toller Name. So, verteil mal Urlaub und Boni. Ja, das machen wir danach, okay. Machen wir danach. So, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Ist es so? Welche Bereiche sollen im Fokus sein? Trackenfahrt hatte 82%. Ne? Und wir gucken erst. Ich nehme erstmal die Einstellung. So. Und jetzt schauen wir mal, wo es noch Probleme gab. Es gab gar keine Probleme. Es gab gar keine Probleme. Okay, also wenn da noch User Interface im World Design. Wie viele Punkte haben wir denn? Einen Punkt haben wir noch. Wo wollen wir diesen einen Punkt rein investieren? Level Design? User Interface? Können auch Sound machen? Was schreibt ihr denn? AI. Bei einem Rollenspiel? Ja, es ist halt das Niedrigste. Ja, okay, habt schon recht, ne? Wir schreiben alle AI. Ihr schreibt AI. Ich sag IA. Sorry Leute, fand ich irgendwie gerade witzig. So gut, AI, machen wir das einfach mal und nimm, können wir so lassen. Jo, okay. Mach kabum billiger. Konnte ich bisher noch nicht und nicht so schreien. Ich konnte noch gar nichts billiger machen gerade. So, wir sind ja gerade dabei, hier alles einzustellen. So hier, so jetzt Pause. Und jetzt kabum billiger machen. $3 wurde gesagt. Und dann später nochmal $3. Jo. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. So, Story wählen. Gibt's jetzt irgendeinen Trend mittlerweile? Leider nicht. Aber wisst ihr was, dann lass einfach Fantasy machen, dann hat sich die Sache erstmal. Gehe ich jetzt echt doch nochmal sicher. $100.000 für die Story, nee, ich mach mal. Ich sollte aber mehr investieren als bei einer Simulation, bei dem Strategiespiel. 30.000. 100.000 will ich da nicht investieren. Oh, das wird dann schon mal scheiß teuer hier. Nee. Ich mach so hier. So. Wollen wir, dass es ab 17 ist oder wollen wir, dass es auch Teen spielen können? Dafür vielleicht die Bewertung nicht ganz. Ah, komm, wir machen Gewalt so, weil wir bringen es ja auch wieder in Deutschland raus. 50.000, 30.000, 70.000 ist schon gut. Ja, wir machen 40.000. 40.000 ist okay. Wie, machst du heute noch was anderes? Nö, heute ist nichts anderes geplant. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann wieder öfter streamen. Das Problem ist ja auch, momentan gibt es auch nicht so viel. Also es gibt ein paar Spiele, wo ich Bock drauf habe, aber ich freue mich ja vor allem dann jetzt auf dann Cities XXL und auch auf Cities Skylines und so weiter. Aber das zieht sich ja noch ein bisschen, bis die Spiele rauskommen. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch live streamen. Mach das, was für jeden geht. Das ist zu wenig. Nee, 40.000 finde ich das war eigentlich okay. Unbedingt in Japan rausbringen. Okay. Aber das wird dann schon wieder so teuer. Machen wir mal so hier. So hier ist okay. Damit kann ich leben. Ach komm, machen wir mal noch hier. Und dann hat sich die Sache. Ich lasse das mal. Ach ja, die aktuellen Trends sind Geister. Boah, wann kam denn der Trend zustande?
Aber ein Geister-RPG. Wollen wir ein Geister-RPG machen? Wollen wir ein Geister-RPG machen? Was ist Cities XXL? Das ist eine Fortsetzung von Cities XL. Und ist sowas wie SimCity-Spiel. Ich lese gerade eure Kommentare. Ich warte gerade, dass jetzt hier. Ob ich Geister machen soll oder nicht? Geister? Ja, okay, ich mach Geister. Probieren wir es einfach. Es kann natürlich passieren, dass der Trend dann nicht mehr am Start ist. Also, das ist dann, wenn wir das Spiel fertig haben. Wo ist denn jetzt hier Geister? Bei G soll ich vielleicht mal gucken. Hier gibt's gar keine Geister. Gibt's keine Geister. Der spukt gerade woanders rum anscheinend. Ich kann keine Geister machen. Ich sehe es zumindest nicht. Deine Zeit, Nuklear, Pharao. Nee, wenn, das ist halt alphabetisch geordnet. Das müsste hier sein. Kein Bündel, Geschichtsfiktion, griechische Mythen. Geht leider nicht, Leute. Anscheinend geht das bei dem Genre RPG nicht, was ich sehr komisch finde, muss ich ehrlich sagen. Ich mach Fantasy. Das ist okay. Schade. Ärgert mich jetzt ein bisschen. So gut, weiter. Geister gibt's nicht als RPG. Schusch. Geister ist doof. Außer man macht Ghostbusters, dann ist ein Geist so cool. Ja. Hey Beam, sag mal bitte meinen Namen. Kenneth49. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kenneth? Ah, griechische Mythen hätte man auch machen können. Ach, man schaltet Geister später frei, alles klar. Ja, wir haben jetzt Fantasy gemacht, da kann man nicht so viel falsch machen eigentlich. Und vielleicht haben wir ja Glück und der Trend wird noch Fantasy, ich weiß es nicht. So, das Spiel ist vom Markt genommen. 20.000 Einheiten haben wir verkauft und wir haben 280.000 Gewinn gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, habe ich so den Eindruck, dass es sich wohl noch mehr lohnt, echt Publisher-Verträge noch zu machen. Die bringen irgendwie mehr Kohle, oder? Also, 280.000 Dollar ist jetzt nicht so die Welt, wenn man das mal vergleicht, was wir mit den Publisher-Verträgen so machen. Boah, wir haben es aber auch echt gut getroffen hier. Nice, nice, nice. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir dann auch irgendwann wieder einen Publisher-Vertrag. Aber ich finde es eigentlich cooler, selber Spiele zu machen. Das ist irgendwie aufregender. Weil ja dann, natürlich ist das Risiko höher. Ah, guckt mal hier. Sega, Mega, nicht Sega, Vega Master System natürlich, ne? Heute veröffentlicht Vega die neue Plattform Master System. Er ist der Nachfolger vom SG-1000. Es ist Vegas Antwort auf Atari 7400. Der spektakuläre Nachfolger des SG-1000, das Master System, prahlt mit einem 8-Bit-Prozessor, der auf 4 MHz läuft, 8 KB ROM, 8 KB RAM und 16 KB Video RAM. Spiele können über Steckmodul oder Karte geladen werden. Yeah. Okay, cool. Wie lange wirst du streamen? Fragt Korn. Na, mal gucken. Also, ich mache einfach wieder so lange, wie ich Lust habe. Ich habe da jetzt keinen genauen Plan. Beziehungsweise wahrscheinlich wieder so lange, bis ich wieder Hunger bekomme. Und ich merke langsam, kriege ich ein bisschen Appetit. Aber noch ein bisschen kann ich auf jeden Fall. So, als ich ein Baum war, jetzt müssen wir natürlich erstmal irgendwas finden. Gibt es hier keinen Baum? Ich wäre ganz schön enttäuschen, wenn es hier keinen Baum gäbe. Was gibt es keinen Baum? Ja gut, dann Leute, dann nehmen wir jetzt irgendwas, was zu Rollenspiel passt, würde ich sagen. Ist mir schade, dass hier keinen Baum gibt. Muss ich mal an den Entwickler anschreiben, ob er vielleicht für mich noch einen Baum einbauen kann. Und wir machen einfach gar nichts als Cover. Aber das ist ja ultra langweilig. Ach komm, wir machen so einen Mark hier hin. Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, als ich ein Baum war. Kann auch sein, dass er das so heißt. Ne? Baum. Und jetzt würde ich aber gerne noch Case ordentlich einstellen. So hier. So. Was sieht man für eine Farbe? So golden. Sieht denn besser aus. Schwarz ist, glaube ich, besser. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt wegen der Farbe noch im Überlegen. Nee, schwarz ist blöd. Ich mach mal so. Naja, was ist denn das? Braun-golden, irgend sowas. Das passt ja eigentlich zu einem Baum. Ich guck noch mal ganz schnell wegen dem Muster. Ganz kurz. Das ist hässlich. Nee, 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 wir nehmen. Das hier würde ich sagen. Das ist ganz okay. Ja, nehmen das hier. So. Ist nicht mein schönstes Cover, aber braun passt halt irgendwie zu einem Baum, finde ich. Juhu.
Verfolgst du den Rocket Beans Channel? Meinung? Ja, mache ich. Ich bin großer Fan von Rocket Beans. Also ja, mache ich. Bin auch ein Spender von Rocket Beans. Also habt ihr auch supportet und so, und das sollte man auch machen, ey. Also die Leute, die... Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Leute in der deutschen YouTube-Welt, Welt sage ich schon, in der deutschen YouTube-Landschaft, würde ich sagen. Erfahrung gesammelt, PC. Jo, wunderbar. So, man merkt schon, ich bin gerade ein bisschen hier ein bisschen verplant. So, aber guck mal, Leute, Gameplay haben wir jetzt über 400, was wunderbar ist. Soundtrack 91, okay. Ey, krass, guck mal hier. Der Jordan Edwards hat Game Engine bald auf Stufe 6. Das ist natürlich nett. Dann machen wir mal weiter. So, was, Vize-Unge? Bean, grüße mich mal. Ein Freund von mir ist auch im Stream. Grüße, Vize-Unge. Also, ich ein Baum mal. So, wir machen wieder Magazinwerbung. Wir machen eine... Diesmal keine Werbekampagne, aber Radiowerbung machen wir noch. Ey, guck mal, Leute, wir haben nur noch 227.000 Dollar. Ich muss dann wahrscheinlich wirklich wieder einen Publisher-Vertrag machen, wenn das jetzt kein Superhit wird. Kein Trend, kein ähnliches Spiel auf dem Markt. Durchschnittlicher Preis sind 18 Dollar. Aber es gibt kein ähnliches Spiel auf dem Markt. Ich mache jetzt mal ein bisschen teurer. Ich will das einfach mal ausprobieren. Ich will das mal testen, Leute. Wir machen mal 24 Dollar. Und lassen das jetzt aber so, wie es ist. So, könnt ihr mal schätzen, was es wird? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hoffe ja so auf 80. Insgeheim hoffe ich natürlich immer auf was ein bisschen Höheres oder so. Na gut. Nee, ich mache keinen Fernsehen. 88%. 76. Jo, ich trinke nochmal was. Mal gucken, was ihr noch so schreit. Naja gut, das ist aber alles so zwischen 70 und 80. Welche YouTuber kennst du noch alle? Ich kenne zumindest jetzt durchs Gucken eigentlich ziemlich viele YouTuber, weil ich selber auch sehr viel und sehr gerne YouTube schaue. Ja. Aber ich gucke auch sehr viel englische Channel. Ja. Also zum Beispiel Total Biscuit oder sowas. Was schon? Sie? Oh! Das ist ein gutes Zeichen. Okay, Leute, ich klicke jetzt auf Wertung anzeigen. Eine Trommelwirbel. Na, schauen wir mal. Oh, bitte, bitte. Wow, nice, nice. Ja, 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 ja. Also, das sieht doch gut aus, oder? Oh, nö. Ja, ja, ist okay. Aber ich habe jetzt irgendwie, wo das so angefangen hat, Leute, habe ich ja doch irgendwie gedacht, oh, das könnte jetzt mal ein richtiges 90%-Ding werden. Scripting und Systemdesign ist nicht so gut. Aber ich konnte da ja keine Punkte investieren. Das ging ja gar nicht. Aber ansonsten ist es ja eine traumhaft hier und noch wieder kein Kontra. Oder hätten sie aber ruhig mal noch den 1% mehr geben können, oder? Aber gut, 79%, exzellente Atmosphäre. Die Gegner sind clever, großartige Dungeons mit cleveren Mechaniken, fantastisches neues taktisches Kampfsystem. Aber wieso denn nur 79% dann? Also das steht doch total im Kontrast zu der Bewertung hier, was sie dann geschrieben hat. Wer war denn das? Der Hugo Lionheart, okay. Na ja, gut, alles klar. Das ist anscheinend sehr streng, was die Wertung als Ziffer angeht. Und es ist auch für Teens, wunderbar.